Liebe Leute, hier ist euer Dragner. Herzlich willkommen zurück zu Stellaris. Wir starten einfach mal rein ins Spiel. Noch passiert ja nicht viel. Wir haben noch niemanden entdeckt. Wir sind gerade am Ausbreiten. Anfangsstadium von dem Spiel halt einfach. Wir gehen wieder auf schnell. Habe ich vorher gar nicht so drauf geachtet, nach Neuladen, ob wir schnell oder normal gespielt haben. Okay, soziale Forschung und Ingenieurforschung. 600 und 800. Kann sich sehen lassen, würde ich sagen. Wir machen noch ein Defizit in Konsumgüter. Moment. Eine Fraktion namens Xeno Protection Management, die wollen jetzt aber bitte nicht Xenos durchsetzen, oder? Die wollen tatsächlich fanatisch Xenophil durchsetzen. Wir wollen mit Xenophil in dem Fall nichts zu tun haben, deswegen werde ich direkt anfangen, die Fraktion zu unterdrücken. Die wollen wir gar nicht. Geht sterben. Haben auch nur bisher einen einzigen Bewohner, der auf dieser Seite ist. Werden einfach direkt unterdrückt. Gar nicht lang rummachen. Ja, fertig. Mist, jetzt dachte ich mir noch, Mist, ich wollte irgendwas machen. Ah, hier, Forschungsschiff. Hier ist was fertig. Anomalien sind fertig. Hier hinten waren noch welche. Dann gehst du jetzt mal dahin, auch wenn die sehr lange dauert zum Erkunden. Das ist egal. Irgendwas wollte ich noch machen. Ach so, Markt. Hier. Wir handeln ja ein bisschen. Die beiden berechnen wir jetzt wieder ab. Dann geht die Nahrung ein bisschen runter. Dafür geht gleich das Geld ein bisschen rauf. So, hier haben wir fertig erkundet. Dann gehst du erst darüber. So, Geld ist genau auf Null. Na gut, hat sich nicht viel getan. Was haben wir hier? Oh, eine Missionsbelohnung. Eine Gruppe von Rittern ist gerade von einem langen Abenteuer zurückgekehrt. Ihre Raumschiffe sind ramponiert und ihre Energierüstungen haben schon bessere Tage gesehen. Es war eine zermürbende Reise, die zwar wenige, aber dennoch wertvolle Erkenntnisse über den Giftgott gebracht hat. Trotz ihrer Entbehrungen sind die Ritter guten Mutes, denn sie sind nicht mit leeren Händen zurückgekommen. Und ihre Geschichten werden die Chroniken bereichern. Also es ist, wir sind aber nicht hier oben irgendwie weitergekommen. Einfach nur kleinere Artefakte. 3. Keine Ahnung, was wir genau gemacht haben. Wahrscheinlich nur eine Anomalie entdeckt oder sowas. So, wir gehen weiter. Erfahrungszuwachs und Max-Fähigkeiten. Anführer rein da. Und in 31 Monaten sind wir mit dem ersten Dingens fertig. Research complete. Immer noch schneller als manche andere, die ja nicht so viel Einigkeit haben. Gut, was haben wir denn? Produktion Korvetten, Baugeschwindigkeit Korvetten. Das wäre sehr nett, weil wir unsere Flotte eh noch ganz am Boden sind. Irgendwann werden wir sie aufrüsten. Bergbaustation 10% ist natürlich immer gut. Nebelraffinerie, Abastio, neue Rüstung, ja, braucht man halt irgendwann, logisch. Mineralien braucht man, ist gar nicht so schlecht. Neue Stationstyp Habitat jetzt schon. Ingenieurforschung haben wir schon 1800 von 600, von 6000. Da gehen wir als erstes rein. Forschung boosten immer gut. Und wir brauchen hier ein paar Wohnungen. Wohnungen plus 4. Dann bauen wir doch mal eine. Also wir wollten erstmal hier einen Industriedistrikt bauen. Das machen wir jetzt mal. Das sind ja auch Wohnungen drinnen. 3 Stück. Das passt. Eine brauchen wir gerade. Routine. Direkt erforschen. Gut. Wir hätten noch 181 Mineralien. Langt nicht für ein weiteres Gebäude. Und die Dienstleistungen geben gerade den Geist auf. Tough Conquest Coalition. Das riecht nach Militär. Fanatisch-militaristisch. Ja. Können wir behalten. Körper behalten, kein Problem. Wir machen nur 3 Einigkeit, weil die nur einen einzigen Wunsch haben. Unterdrückte Unterwerfungspolitik. Die haben wir aber doch gar nicht. Wir haben doch... Doch, haben wir. Okay.
Ja, die unterdrückt man nicht, die Fraktion, ist mir relativ egal, bringen auch nur Dreieinigkeit, aber passt zum Militärischen, deswegen, die bleibt auf jeden Fall mal da. Absturzstelle, wie tragisch. Erstellt eine archäologische Stätte des Typs Saat auf THX 72. Ah, hier hinten. Ja, okay. War wahrscheinlich die Anomalie, die wir da entdeckt haben. Das passt schon. Okay, nächstes Ding erkundet. Also ihr seht, ich arbeite hier selten mit Shift, also mit mehreren Befehlen hintereinander. Ich steuere meine Shift tatsächlich gerne von System zu System alleine. Und da haben wir die erste Alien-Flotte. Wir haben einen Erstkontakt hergestellt. Ja, wollen wir natürlich auch direkt reingehen. 560 wird wahrscheinlich keine KI sein. Okay, jetzt sind wir hier gerade geblockt. Wir sind hier gerade geblockt. Dann gehen wir mal hier die Anomalie erforschen. Konstruktionsschiff ist fertig, deswegen Bergbauschiff. Bergbaustation rein da. Was haben wir hier? Arbeitslose Bewohner. Das ist nicht so schön. Wir werden erstmal einen Industriebezirk bauen. Dann haben wir nämlich ein paar Jobs und danach werden wir auch hier das Mutagenbad bauen. Für den Wachstum. Dienstleistungen, okay. Ingenieurforschung. Wir brauchen Dienstleistungen. Bräuchte mal ein Gebäude dafür. Research complete. Forschungsgeschwindigkeit. Dann könnten wir jetzt Entwicklungsgeschwindigkeit. Nee, machen wir jetzt. Ist alles nicht so der Hammer. Laser könnte man natürlich erforschen. Dann gehen wir erstmal in die Kolonie-Entwicklungsgeschwindigkeit, weil irgendwann wird uns die noch ein bisschen was bringen. So, Forschungsstation. Und hier hinten Forschungsschiff. Du erkundest weiter, bitte. Bin gerade am Überlegen, ob wir Dienstleistungen zukaufen. Ich glaube schon. Warum zeigt er mir irgendwas an? Ist schon weg. Wir gehen mal kurz ein paar Dienstleistungen zukaufen. 5. Und wir verkaufen wieder Mineralien. Und zwar 10. Noch mehr Einigkeit für uns. Das ist schön. Oh, Erlass vor. Da gehen wir direkt mal rein. Und wir machen hier fertig. Unterhalt Forscher minus 20% oder irgendwie sowas. Und jetzt können wir direkt hier in den ersten Slot reingehen. Wir schauen auch da mal kurz durch, ob es da eigentlich was Neues gibt. Also am Anfang nicht. Das glaube ich gab schon, ja. Fleisch ist schwach. Ja, gab es auch schon. Entgiftung. Ermöglicht das Terraformen von Giftplaneten zu bewohnbaren Welten. Ja, okay. Hört sich jetzt ehrlich gesagt nicht so an, als wenn ich es bräuchte. Gut, wir werden ganz klassisch mit dem technologischen Aufstieg beginnen. Ist so mein Standardstück. Start. Wir könnten in dem Fall, weil wir sehr auf Ethik spielen, auf Einigkeit spielen, auch die gemeinsame Vision theoretisch nehmen. Nochmal 10% mehr.
Aber nee, ich gehe wie immer erst auf den technologischen Aufstieg. Der nächste folgt ja auch bald. Von dem her, Erstkontakt am besten aus der Ferne betrachten. Macht weiter. Ja, okay. Also noch nichts Neues. Noch nichts Neues. Minus 8 machen wir jetzt. Hat. Eieieiei. Lass mal dabei so stehen. Construction completed. Hastily. So. Und jetzt machen wir erstmal hier noch den Wegpunkt zu. Dann können wir uns mal hier so ein bisschen drum kümmern. Beispielsweise noch den Planeten holen. Außerirdische Waffen. Analysiert die Proben. Erforschen. Machen wir gleich mal. Brauchen wir ein Schiff im Orbit. Hammer. Fangen wir doch direkt so an. Ja, ich bin immer überlegen. Zweites Konstruktionsschiff. Also eigentlich ja. Blauer Laser und blauer Laser 20%. Also einmal können wir blauer Laser erforschen. Einmal haben wir schon 20% drauf. Oder die Metallkeramikplatten oder Materialien. Panzerung wäre mir in dem Fall lieber. Okay, hier sind wir. Dann gehen wir hier noch in die Anomalie rein. Ja. Panzerung ist mir lieber. Von den Waffen her spiele ich am liebsten Projektilwaffen eigentlich. Misch aber Projektil und Laser eigentlich immer durch. Nur Torpedos benutze ich relativ selten tatsächlich. Warum, weiß ich gar nicht. Eigentlich sind Torpedos relativ cool, weil du schießt ja die ersten Torpedos direkt ab, wenn du ins System kommst oder fast, wenn du ins System kommst. Und die ersten zwei, drei Schiffe gehen unter Umständen schon mal kaputt, wenn du, bevor die Flotten überhaupt aufeinandertreffen. Im Nahkampf finde ich sie dann ziemlich sinnlos. Deswegen, ja, vielleicht benutze ich sie deswegen nicht, ich weiß es nicht. So, Forschungsschiff. Hier haben wir jetzt eine Teilung. Hier haben wir jetzt eine Teilung. Wir gehen hier erstmal nach innen. Ah, die Weltraumarmöden. Einfache Beute? Nee, ich leg mich... Also ja, könnte man machen. Aber eigentlich bin ich immer so der Mensch mit den einheimischen Lebensformen, der friedlich spielt. Deswegen werden wir das jetzt auch tun. Wir nehmen aber das Studium direkt an. 41 Monate. Wir warten gar nicht. Hauen direkt das Studium durch. Stoppt natürlich unsere andere Forschung, ist klar. Aber mache ich gerne. So, Reichshauptstadt. Was wollen wir denn bauen? Zivilindustrie? Weil für Geld können wir noch nichts tun, gell? Nee. Für Geld können wir noch nichts tun. Also bauen wir einmal Zivilindustrie hier. Was mir ein bisschen weh tut, weil eigentlich baue ich auf meiner Hauptstadt ganz gerne erstmal das Monument. Komm, mach mal auch. Mach mal auch. Weg damit, komm. Ich will das Monument haben. Ich will das Monument... Monument haben. Einmal noch die Forschungsstation bauen. Zivilindustrie könnte man dann zum Beispiel hierhin auch bauen, aber da wollte man eigentlich erst den Wachstum haben, ja. Was haben wir hier? Irgendein Planeten, drei Wissenschaftler dazu. Okay, wir brauchen auf jeden Fall 400. Routine, erforschen. Die nehme ich immer gleich sofort mit, wie oft schon gesagt. So, hier sind wir auch schon fertig. Es war aber eigentlich hier schon ein schwereres Dingselbumsel. Dann nimmst du jetzt mal die Anomalie hier hinten noch mit und nimmst dann den anderen Weg eigentlich. Einfach. Und dich können wir notfalls dann hier rüber schicken. So, hier sind wir fertig. Cool. Dann Alien-Wandmalereien nehmen wir mal mit. Gehen wir hier rauf zum Planeten. ...90 Punkte. 125 haben wir gesagt, ist der nächste Schritt. Wir nähern uns quasi langsam. 243.
Wir stocken mal die Flotte ein bisschen auf. Einfach direkt mitnehmen, bitte. 500. Heißt, wir werden jetzt hier das Mutagenbad bauen. Geboren in der Leere, Aufstiegsvorteil. Aber den haben wir doch gar nicht jetzt gesehen, den... Was ist denn jetzt passiert, bitte? Warum Nahrung, warum Konsumgüter, warum ist jetzt alles gesunken? Aber gleich richtig heftig. Was ist jetzt passiert? Macht aus Konsumgütern Einigkeit. Dienstleistungen, Flottenkapazität, Anziehung, Regierungsethik. Ja, die haben Konsumgüter rausgehauen. Das ist okay. Aber warum ist jetzt unsere Nahrung gesunken? Also so krass gesunken? Hat alle Bevölkerungszuwachs bekommen? Ich weiß es nicht. Was ist gerade passiert? Auf jeden Fall sind wir jetzt ganz schön eingebrochen. Friedhofsexpedition. Machen wir natürlich gleich. Hier würde ich gerne kolonisieren. Können wir noch nicht. Nee. Logischerweise. Bauen dann mal hier noch ein Distrikt rein, aber jetzt müssen wir gucken, wie wir das am besten lösen. Okay, Nahrung ist schon wieder zurück. Keine Ahnung, was das gerade war. Keine Ahnung, was das gerade war. Ja, wir kaufen uns jetzt erstmal welche. Nein, wir können Mondeinschlag beobachten. Wir können hier nochmal 5 mehr verkaufen. Also ganz ist es natürlich jetzt gerade nicht so schön. Wo ist denn das Teil? Hier unten. Dann bitte gleich das Sozialprojekt machen. Und wir können auf die Wachstumsgeschwindigkeit eigentlich gehen, oder? Doch, wir machen als erstes Wachstumsgeschwindigkeit. Und da halt Sternbasen wäre halt auch eine Sache wegen am Geld. Die kosten uns 14 momentan. So, 3 Forschung und wir kriegen 789 Ingenieurforschung. Nice. Machst gleich noch das nächste Sozialprojekt, wenn wir schon dabei sind. Hier sind wir auch fertig. Dann fliegst du mal bitte hier weiter. Und Konstruktionsschiff. Du kannst hier nichts weiter anbauen. Hier hätten wir 6 Energie. Dann gehst du erst bitte da hoch. Nimm erst die Energie mit, also die Credits mit. Die Dienstleistungen sind schon heftig gerade. Die Konsumgüter meine ich. Weil die hier natürlich unglaublich viel verbraucht werden. Wir machen hier minus 8. Das geht ja eigentlich noch. Das geht ja eigentlich noch. 0 minus 4. Ja, hier machen wir halt auch kein Plus, gell? Construction completed. Hastily. Ja, mehr Leute. Neues Spezialprojekt, die Jutsiedlung.
Research complete. Neue Ingenieurforschung. Sehr gut. Das haben wir bekommen. Nachbrenner, Baugeschwindigkeit, Planetar. Oh, hier Mineralien. Da gehen wir jetzt mal rein. Mehr Mineralien können wir auch mehr handeln, theoretisch. So, Entwicklung, Credits. Dann gehen wir in dem Fall jetzt direkt in die Credits rein. Nicht in die Forschung, was ich normalerweise tun würde. Sondern mehr Credits ist, ja, mehr Credits eben. Weil wir haben echt ein bisschen Probleme. Zufriedenheit 5%. Yeah. Vor allem Dienstleistungen müssten wir eigentlich schon wieder zuschlagen. Und wir gehen hier sogar nochmal um 5 rauf. Einfach nur, um da ein bisschen entgegenzuwirken. Verblüffend! Okay, schöner Planet. So, jetzt geht das, der Defizit gleich wieder hoch, aber die Dienstleistung dafür nicht mehr. Wir könnten sogar vorübergehend, mache ich sogar noch, machen wir 3 Legierungen. Einfach nur, um dem Defizit auch noch ein bisschen entgegenzuwirken. Wir müssen da jetzt gucken, dass wir irgendwie vorwärts kommen. Drei machen wir jetzt gerade. Da habe ich das hier auch angeschlossen. Moment. Forschungsschiff, du gehst hier weiter runter. Die Flagellen, Flagellen sind faszinierend. Ah ja, okay, die 5%, genau, wir nehmen Ausweichen, 5%, nee, wir nehmen das regenerative Rumpfgewebe. Jetzt forschen wir auch wieder, das war quasi das Event mit den Amöben. Routine nehmen wir mit. Ah, meine Wirtschaft macht mir noch ein bisschen Sorgen. Construction completed. Hastily. Wir könnten natürlich hier ein bisschen runtergehen. Also eigentlich will ich ja lieber nach oben gehen. Aber dann brauchen sie... Dann brauchen sie weniger Unterhalt. Aber die Zufriedenheit gerade 20% bei den Arbeitern ist halt schon heftig. Ne, will ich eigentlich gar nicht. So schlimm schaut es eigentlich auch noch gar nicht aus. Okay, Konstruktionsschiff ist fertig. Dann nehmen wir hier sogar noch die beiden Credits mit. Distrikte, Gebäude, ja. Elemanto tritt heiligen Giftorden bei und wird ihr technologisches Wissen teilen. Das Wrack auf dem Asteroiden blablabla gehört zu den Überresten des Schiffs der nun gestrandeten. Ah, das ist eine Wissenschaftlerin. Okay, nein, wir wollen die Wissenschaftlerin nicht. 50%. Erhält die Eigenschaft anpassungsfähig. Oder 50% Wissenschaft, Forschungs... Okay, Minus oder Minus. Wir nehmen sie einfach mal an und schauen auch mal kurz, wer denn das ist. Forschungsgeschwindigkeit 10%. Eine blaue Forscherin. Forschungsgeschwindigkeit Partikel 15. Tauschen wir mal schnell aus. Hier. Sehr gut, wie alt ist denn die? 34. Und wie alt war der andere Anführer? ...59. Entlassen. Sparen wir uns lieber die 2 Einigkeit, die Unterhalt kostet. Würde wahrscheinlich eh bald sterben, würden wir eh nicht mehr woanders einsetzen. Deswegen passt es. Neue archäologische Stätte, wahrscheinlich irgendwo hier unten. Ja. Unsere Forschung der Technologien ist gefördert. Ah, die neue Wissenschaftlerin. Ja, geil. Nehmen wir natürlich.
Direkt zwei Sachen fertig geworden. Ah ne, Hyperraumsensoren und schwarzes Loch-Observatorium haben wir bekommen. Und was noch? Verteidigungsnetz-Supercomputer. Ja, benutze ich nicht ganz so viel. Aber schwarzes Loch-Observation, das ist natürlich schon schön. Omega Aliens. Oh Gott. Jetzt kommen sie. Jetzt kommen sie. Direkt Gesandte einsetzen. Mal kurz Pause machen, bitte. Hier unten. Was ist denn das? 1700? Ja, Möben haben wir doch schon. Na, wir werden sehen, wir werden sehen. Wir werden sehen. Konstruktionsschiff, du bist fertig. Nimm... Hä, waren das nicht vorher zwei Credits? Jetzt nur noch ein Credit? Was? Du gehst erstmal hier oben hin. Physikforschung 1000. Drei Artefakte, soziale Forschung 776, ein Jute-Artefakt, Einigkeit, vier Forschung, wow, 1900 Einigkeit, ein Jute-Artefakt. Nimm das Jute-Artefakt. So, wo blinkt's? Da hinten, okay, da bin ich eh schon dran. So, was haben wir hier? Nicht genügend Wohnungen. Dann bauen wir mal welche. Dann bauen wir mal welche. So, du gehst jetzt erstmal darauf. Konstruktionsschiff. Baust mal hier noch schnell die Forschung. Anspruchsvoll. Ist nicht der hier, gell? Hier hinten. Ach komm, da mal Zeit, wir nehmen es gleich mit. Dann liegt es nicht sinnlos rum. Dann liegt es nicht sinnlos rum. Nahrung. Können wir hier schon Nahrung reinbauen? Ach nee, wir haben... Können wir nicht, logischerweise. Erstkontakt. Sucht weiter. Ja, und Forschung. Die Credits. Schauen wir mal, was da gleich passiert. Forschungsstation. Jetzt nehmen wir sie mit, die Forschungsstation. Mehr Forschung ist immer gut. So, minus 3. Minus 1. 2 hat uns das gebracht. Construction completed. Hastily. Ja, ist natürlich ein bisschen bitter hier, die Wirtschaft. Die Wirtschaft ist ein bisschen bitter momentan. Aber irgendeinen Nachteil müssen wir ja haben. Ich bin jetzt nur am Überlegen, ob wir mal schnell hier zubauen und dann hier zubauen. Machen wir, glaube ich. Noch ein bisschen Gebiete sichern. Noch ein bisschen Gebiete sichern. Das machen wir. Gut, Leute. Was haben wir hier? Bunkerbot. Ah, wir können die, genau, Legierungen teilchen. Monatliche Ingenieurforschung, allerdings nur für 10 Jahre. Und Einigkeit erlangt 2500. Ne, ich glaube, ich würde lieber die Legierungen und die Teilchen nehmen. Das ist mir das Liebste. Und dann gucken wir hier noch rein. Unterhalt Sternenbasis. Da lassen wir noch den Monat mal schnell verticken. Minus 2. 200 Erfahrung. Auch nur minus 1. Unterhalt ist noch gar nicht so teuer. Sternbasis 15,4. 10% wären 1,5 ungefähr. Ja, okay, das ist nicht ganz so krass. Na gut, Leute. So, das war's jetzt. Die Folge ist beendet. Wirtschaftlich müssen wir uns eindeutig noch steigern, aber das werden wir in den Griff bekommen. Danke fürs Zuschauen. Bitte auf den Abo-Button drücken. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Servus.